Der Kampf und das Hoffen geht weiter. Dank der kämpferischen Leistung und dem damit verbundenen Sieg des FSV Zwickau am vergangenen Samstag gegen Eintracht Braunschweig können Verein und Fans nun weiter auf den Klassenerhalt in der dritten Liga hoffen. Mit dem Chemnitzer FC kommt am morgigen Mittwochabend ein direkter Tabellennachbar in die GGZ-Arena. Nur einen Punkt trennen die beiden. Chemnitz steht mit 41 Punkten auf Tabellenplatz 16 und der FSV mit 40 Punkten auf Platz 17, dem ersten Abstiegsplatz. Mit einem Sieg am Mittwoch könnten die Zwickauer das Blatt wenden und das große Ziel noch erreichen. Werden die Mannen um Trainer Joe Ennox das schaffen? Das ist eine gute Frage, jetzt an den ganzen Spielen in der englischen Woche. Ich denke schon, wenn man überlegt, dass wir eigentlich in der 89. Minute tot waren mit dem 2-1 von Braunschweig und dann noch so zurückkommen, das setzt Energie frei. Vor allen Dingen, weil wir jetzt noch die Chance haben, mit einem Sieg wirklich an den Klassenerhalt zu glauben. Und ich denke, jeder Spieler, da brauchen wir nicht mal irgendwie eine extra Motivation vom Trainer, sondern einfach morgen sich gut vorbereiten und dann alles geben, wenn der Schiri anpfeift. Natürlich ist es jetzt wichtig, du als erfahrener Spieler, die jungen Spieler mitzuziehen. Wie wichtig ist es auch, dass kein Mann ausfällt, dass kein Mann irgendwo unter seinen Möglichkeiten bleibt, für dich als erfahrener Spieler, die jungen Spieler mitzuziehen? Ja, ich denke schon, in so einer Situation sind die Führungsspieler gefragt, da den jungen Spielern auch ein paar Tipps zu geben. Ich kann nur so sagen, dass der Kopf morgen sehr entscheidend sein wird, dass man wirklich auch eine gewisse Lockerheit an den Tag bringt, bei all dem, was auf dem Spiel steht. Wie gesagt, es ist dann trotzdem nur ein Fußballspiel, man muss sich gut vorbereiten drauf und dann, wenn der Schiri anpfeift, Gas geben. Ich denke, wir als Mannschaft haben dann trotzdem die Möglichkeit, hier zu Hause 3 Punkte zu holen. Nur wir müssen halt, wie gesagt, als Mannschaft da Vollgas geben und dann haben wir gute Chancen. Joe Ennox, nach dem wichtigen Spiel oder nach dem richtigen Sieg gegen Braunschweig, wie wichtig ist es jetzt, den Fokus auf Chemnitz zu legen? Wir haben halt das Spiel Samstagabend sehr genossen, dass wir das Spiel gedreht haben, gar keine Frage, aber es ist richtig gesagt, dass wir halt einen Fokus auf Chemnitz haben müssen. Das hat die Mannschaft bis jetzt in den letzten Trainingstagen gehabt. Das werden wir weiterhin die nächsten halt 24 Stunden haben, sodass wir halt eine Möglichkeit haben, halt das Spiel zu gewinnen. Mit Tosina fällt natürlich der beste Torschütze bei Chemnitz aus. Wie wichtig ist es für die Aufstellung und für die Spieler beim FSV? Gar nicht wichtig. Wir haben es halt notiert. Natürlich ist es ein ganz wichtiger Spieler für Chemnitz, aber wir rechnen mit einer sehr spielstarken Mannschaft, die halt Hosina ersetzen können. Definitiv haben wir auch oft genug bewiesen, dass sie ihn ersetzen können. Und deswegen spielt es für uns eine nicht so große Rolle. Wird die Mannschaft anfangen, die gegen Braunschweig zu Ende gespielt hat? Ja, es gibt auch andere Varianten. Markus Coutinho ist auf einem sehr guten Weg zurück. Ali Odebas ist wieder halt einsatzfähig nach seiner gelben Sperre. Und deswegen haben wir halt viele Optionen und da werden wir in den nächsten 2 Tagen oder in den nächsten 1,5 Tagen sehen, was am besten für uns ist. Natürlich hat man es jetzt wieder in der eigenen Hand. Natürlich guckt man auch auf das Restprogramm von Chemnitz. Aber das Wichtigste ist erstmal den Sieg zu holen gegen Chemnitz, um dann einfach zu sagen, jetzt können wir Chemnitz ein bisschen unter Druck setzen. Ist das richtig? Wird das mit angesprochen in der Mannschaft? Nein, also unser Fokus liegt bei uns nur auf das nächste Spiel in Chemnitz. Zu Hause müssen wir halt natürlich gewinnen. Wenn wir es tun, dann haben wir eine gute Voraussetzung für das letzte Spiel. Aber letztendlich geht es halt um diese 90 Minuten gegen Chemnitz.